Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDB Schweißshop. Gestern kam ein junger Mann zu mir und er hatte ein kleines Anwendungsproblem. Er hat eine WIG-Schweißmaschine, hat bis jetzt eigentlich wunderbar geschweißt. Er kam mit einem Probestück zu mir und sagte, Igor, wieso passiert das manchmal? Wieso sieht das so aus? Und diesen Fehler werden wir heute gemeinsam finden. Wenn ich mir diese Schweißnaht so anschaue, ich sehe diese Poren, diese tiefen Krater, dann ist das für mich ein deutliches, klares Anzeichen, du hast ein Gasproblem. Ich würde hier wie folgt vorgehen, ich würde ganz hinten bei der Gasflasche anfangen. Gucken, habe ich das richtige Gas? Wie ist meine Durchflussmenge eingestellt? Wie sieht meine Gasversorgung von der Flasche zum Schweißgerät aus? Wie sieht das Schlauchpaket aus? Und da quasi die Kette abgehen bis zum Schluss, bis zum Brenner und prüfen, wie viel Gas kommt hier an. Unser richtiges Gas haben wir ja, Argon 4.6. Die Flasche hat ja noch einen gewissen Druck, also wir haben noch genug Argon in der Flasche, plus wir haben 10 Liter eingestellt, Gas kommt. Hier soweit klar, prüfen wir Gasschlauch. Wie prüfen wir den restlichen Weg? Gasschlauch ist angeschlossen, Schlauchpaket ist angeschlossen, ich drücke den Taster und höre, dass genug Gas kommt, beziehungsweise ich prüfe das mit meinem Messröhrchen. Ja, hier kommen genau meine 10 Liter auch an. Also das Gasproblem kann es ja nicht gewesen sein, oder doch? So, wir haben das Problem mit der Gasversorgung bis hier vorne ausgeschlossen. Das heißt, Gas kommt, alles soweit in Ordnung. Ich habe mir die Parameter angeguckt. Er hat mit ca. 100 Ampere gearbeitet. Gasvorströmzeit, Nachströmzeit, war im DC-Strom, war alles in Ordnung. Also an den Parametern lag es nicht, weil wir haben das Schlauchpaket auch mal an einer anderen Maschine angeschlossen, hat ja wunderbar geklappt. Manchmal passiert aber sowas, dass ich diese Krater und diese Löcher in meiner Schweißnaht habe. Also würde ich sagen, dass wir das Problem, dass das Problem hier sich bewegen muss. Also wir lokalisieren, das ist der Brennerkopf, die Düse, die Verschleißteile. Gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Vielleicht kann das der eine oder andere den Fehler schon erkennen. Er wollte quasi das Schweißnaht besser sehen und ist mit der Wolfram-Elektrode weiter rausgegangen. Aber wir sollten ja grundsätzlich wissen, dass bei solchen Düsen wie diese Düse, besonders bei diesem normalen Gasverteiler, den wir jetzt hier verbaut haben, dass wir hier höchstens 5 mm rausgucken. Wie komme ich auf diese 5 mm? Der doppelte Durchmesser der Wolfram-Elektrode, da kommen wir circa auf die 5 mm und so weit sollte das rausschauen. Ja, weil die Gasabdeckung hier in dem Fall einfach nur bis hierhin ausreicht. Wenn du bei solchen Standardsachen so weit rausgehst, ist kein Wunder, dass dir hier die Wolfram-Elektrode abbrennt, weil du hier nicht genügend Abdeckung hast. Ich kann es nicht oft genug sagen. Richtige Verschleißteile sind sehr wichtig. Hier können wir genau erkennen, wenn wir eine Gaslinse haben, ist natürlich das wie so eine Brause. Sie verteilt das Gas viel besser. Wir haben eine viel bessere Gasabdeckung. Wir können mit der Wolfram-Elektrode viel weiter raus, weil wir auch hier so eine Art Champagnerdüse haben. Haben wir Standardverschleißteile, die auch ganz normal funktionieren im normalen Stahleinsatz. Schweißen viele damit, ist ja auch in Ordnung. Nur du kannst mit der Wolfram-Elektrode nicht so weit raus, wie das bei mir in den Videos immer zu sehen ist. Also haben wir die Tests begonnen. Ich habe in die Wolfram-Elektrode etwas reingeschraubt. Er hat den ersten Versuch gemacht. Sieht man aber trotzdem, das ist Chromnickelstahlblech, dass es trotzdem gräulich geworden ist, was wir nicht wollen. Das kannst du zwar runterschleifen, aber die Oberfläche ist verbrannt, ist nicht so schön. Dann sind wir hingegangen, ich habe ihm eine andere Düse verbaut und dann hat er noch ein Part geschweißt. Sah schon viel besser aus, weil die Wolfram-Elektrode an der richtigen Stelle war, beziehungsweise sie hat nur noch 5 mm rausgeguckt. Dann ging das weiter mit ein bisschen Zusatz, haben wir geübt und so weiter und so fort. Was ist hier passiert? Ganz einfach, ich habe ihn gezwungen, nimm doch bitte eine Gaslinse, ja, eine Gasverteilung. Schau dir das doch mal an. Das ist absolut logisch. Hier kommt in den Löchern das Gas raus, verwirbelt und kommt hier aus der Düse raus. Wenn wir aber so einen Gasverteiler haben, der verteilt doch das Gas viel besser, ganz logisch. Also sieht das hier schon besser aus mit dieser Kombi, mit dieser Kombination. Sah ja schon top aus. Wir haben das Ganze ein bisschen mehr optimiert und sind weiter hingegangen und haben eine größere Düse genommen mit einer größeren Öffnung. Das heißt, wir haben hier einmal den Gasverteiler, die Gaslinse und dann haben wir hier noch so eine Art Fupa 12 Champagnerdüse, die das Gas noch mehr schön ausdehnt. Das heißt, du kannst hier richtig schön fett mit deiner Wolfram-Elektrode raus, ja,
bis zu einem Zentimeter, siehst das Schweißbad und kannst damit schön arbeiten. So, ich habe nun meine Gaslinse verbaut, 2,4er Elektrode, meine größere Düse mit einer höheren Gasabdeckung, kann doch logischerweise viel mehr weiter raus, kann das Schweißbad besser sehen und bleibe trotzdem in der neutralen Position. Also start mit dem ersten Versuch. Ich habe hier 3 mm Bleche, ich gehe mal auf 70 Ampere hoch. Ja, damit es ein bisschen flotter geht, gehen wir auf 80 hoch und schauen, wie das Ergebnis wird. Das geht natürlich auf Kosten von deinem Gas. Wir haben jetzt die Gasflasche auf 16 Liter eingestellt. Ganz wichtig, mit der Düse draufbleiben, sage ich immer wieder, schön abkühlen. Und wir haben fast keine Anlauffarben. Ja, du musst ganz wenig nachbearbeiten. Tja, läuft doch Bombe, sieht super aus. Ich habe mich gefreut. Chrom-Nickel-Stahlbleche damit, habe das dem jungen Mann gezeigt. Wir haben wieder unser Probeblech genommen und haben auf der Rückseite angefangen zu schweißen. Und was ist? Läuft immer noch beschissen. Da war ich baff und habe gedacht, woran liegt denn das? Es lief ja schon besser, aber immer noch sah die Schweißnaht nicht gut aus. Er hat geschweißt, ich habe die Schweißnaht jetzt nicht gesehen, ich stand nur zur Seite. Und dann habe ich den Helm in die Hand genommen und habe mir das Schweißbad angeguckt. Er hat zwar die Bleche sauber gemacht, aber trotzdem war da noch ein Restschmutz. Und du siehst es beim Schweißen. Ihr habt ja oft eine Aufnahme gesehen, das Bad ist schön flüssig, sieht klar aus, kein Schmutz auf der Oberfläche, läuft wunderbar, wird auch die Schweißnaht gut aussehen. Hier in dem Fall waren doch noch Reste, Lack, ich weiß nicht, irgendwas war da noch in diesem Stahl drin. Und das hast du gesehen, wie dieser Schmutz auf diesem Schweißbad rumgetanzt hat. Und dadurch entsteht auch unter anderem natürlich so eine beschissene Schweißnaht. Also da solltest du auch drauf achten. Nicht nur das Gas, sondern auch die Sauberkeit beim Arbeiten, kann ich nicht oft genug sagen. Also, wenn du Anfänger bist und dein Schweißergebnis sieht am Anfang so aus, nicht verzweifeln. Schau dir meine Videos an. Vielleicht wirst du auch ganz schnell bei dir den Fehler finden. Das Interessante bei solchen Sachen, wenn ich sowas sehe, kann ich mich ganz genau da hineinversetzen. Weil genau so habe ich angefangen. Du hast am Anfang gesehen, irgendwie läuft das nicht. Ja, woran liegt es? Weil einfach das Wissen und die Erfahrung fehlt. Ich würde sagen, diese Tutorials bringen uns alle weiter. Ja? Deswegen, wenn du ein Problem hast, deinen Input brauche ich, schreib mir dein Problem unten drunter und schreib rein, ob dir dieses Video gefallen hat. Daumen hoch, ich wünsche euch was, bis dahin, ciao.